Herkese merhaba. Deutsche Verben Almanca Fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan fiillerden leihen, erstellen, kritisieren, korrigieren, sich konzentrieren fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan altı zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesairede kullanılmaktadır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz leihen, ödünç vermek anlamına geliyor. Sich etwas von jemandem leihen, birisinden bir şeyi ödünç almak anlamına geliyor. Leihen fiili düzensiz bir fiildir. Präsens, ich leihe, ben ödünç veriyorum. Ich leihe, ich leihe. Präteritum, ich lieh, ben ödünç veriyordum, verdim. Ich lieh, ich lieh. Perfekt, ich habe geliehen, ben ödünç verdim. Ich habe geliehen, ich habe geliehen. Tekrar edelim, ich leihe, ich leihe. Ich lieh, ich lieh. Ich habe geliehen, ich habe geliehen. Futur 1, ich werde leihen. Ben ödünç vereceğim. Ich werde leihen, ich werde leihen. Futur 2, ich werde geliehen haben. Ben ödünç vermiş olacağım. Ich werde geliehen haben. Ich werde geliehen haben. Plusquamperfekt, ich hatte geliehen. Ben ödünç vermiştim. Ich hatte geliehen. Ich hatte geliehen. Tekrar edelim. Ich werde leihen. Ich werde leihen. Ich werde geliehen haben. Ich werde geliehen haben. Ich hatte geliehen. Ich hatte geliehen. Örnek cümlemize geçelim. Leihst du mir bitte deinen Füller? Bana dolma kalemini ödünç verir misin lütfen? Tekrar edelim. Leihst du mir bitte deinen Füller? Leihst du mir bitte deinen Füller? Diğer fiilimiz erstellen. Hazırlamak, bir şeyi belirlemek, düzenlemek anlamına geliyor. Präsens, ich erstelle. Ben hazırlıyorum. Ich erstelle.
Ich erstelle. Präteritum. Ich erstellte. Ben hazırlıyordum, hazırladım. Ich erstellte. Ich erstellte. Perfekt. Ich habe erstellt. Ben hazırladım. Ich habe erstellt. Ich habe erstellt. Tekrar edelim. Ich erstelle. Ich erstelle. Ich erstellte. Ich erstellte. Ich habe erstellt. Ich habe erstellt. Futur 1. Ich werde erstellen. Ben hazırlayacağım. Ich werde erstellen. Ich werde erstellen. Futur 2. Ich werde erstellt haben. Ben hazırlamış olacağım. Ich werde erstellt haben. Ich werde erstellt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte erstellt. Ben hazırlamıştım. Ich hatte erstellt. Ich hatte erstellt. Tekrar edelim. Ich werde erstellen. Ich werde erstellen. Ich werde erstellt haben. Ich werde erstellt haben. Ich hatte erstellt. Ich hatte erstellt. Örnek cümlemize geçelim. Der IT-Experte arbeitet selbstständig und erstellt Webseiten für viele große Firmen. IT-Uzmanı serbest çalışıyor ve birçok büyük şirket için web sayfaları hazırlıyor. Tekrar edelim. Der IT-Experte arbeitet selbstständig und erstellt Webseiten für viele große Firmen. Der IT-Experte arbeitet selbstständig und erstellt Webseiten für viele große Firmen. Diğer bir fiilimiz kritisieren, eleştirmek anlamına geliyor. Präsens, ich kritisiere, ben eleştiriyorum. Ich kritisiere. Ich kritisiere. Präteritum, ich kritisierte. Ben eleştiriyordum, eleştirdim. Ich kritisierte. Ich kritisierte. Perfekt, ich habe kritisiert. Ben eleştirdim. Ich habe kritisiert. Ich habe kritisiert. Tekrar edelim. Ich kritisiere. Ich kritisiere. Ich kritisierte. Ich kritisierte. Ich habe kritisiert. Ich habe kritisiert. Futur 1. Ich werde kritisieren. Ben eleştireceğim. Ich werde kritisieren. Ich werde kritisieren. Futur 2. Ich werde kritisiert haben. Ben eleştirmiş olacağım. Ich werde kritisiert haben. Ich werde kritisiert haben. Plusquamperfekt. Ich hatte kritisiert. Ben eleştirmiştim. Ich hatte kritisiert. Ich hatte kritisiert. Tekrar edelim. Ich werde kritisieren. Ich
Werde kritisieren. Ich werde kritisiert haben. Ich werde kritisiert haben. Ich hatte kritisiert. Ich hatte kritisiert. Örnek cümlemize geçelim. Du kritisierst jede meiner Bewegungen und jedes Wort, das ich sage. Her yaptığım hareketi ve söylediğim sözleri eleştiriyorsun. Tekrar edelim. Du kritisierst jede meiner Bewegungen und jedes Wort, das ich sage. Du kritisierst jede meiner Bewegungen und jedes Wort, das ich sage. Diğer bir fiilimiz korrigieren, bir şeyi düzeltmek anlamına geliyor. Präsens, ich korrigiere, ben düzeltiyorum. Ich korrigiere, ich korrigiere. Präteritum, ich korrigierte, ben düzeltiyordum, düzelttim. Ich korrigierte. Ich korrigierte. Perfekt. Ich habe korrigiert. Ben düzelttim. Ich habe korrigiert. Ich habe korrigiert. Tekrar edelim. Ich korrigiere. Ich korrigiere. Ich korrigierte. Ich korrigierte. Ich habe korrigiert. Ich habe korrigiert. Futur bir. Ich werde korrigieren. Ben düzelteceğim. Ich werde korrigieren. Ich werde korrigieren. Futur 2. Ich werde korrigiert haben. Ben düzeltmiş olacağım. Ich werde korrigiert haben. Ich werde korrigiert haben. Plusquamperfekt. Ich hatte korrigiert. Ben düzeltmiştim. Ich hatte korrigiert. Ich hatte korrigiert. Tekrar edelim. Ich werde korrigieren. Ich werde korrigieren. Ich werde korrigiert haben. Ich werde korrigiert haben. Ich hatte korrigiert. Ich hatte korrigiert. Örnek cümlemize geçelim. Kannst du bitte meine Beispielsätze korrigieren? Örnek cümlelerimi düzeltebilir misin lütfen? Tekrar edelim. Kannst du bitte meine Beispielsätze korrigieren? Kannst du bitte meine Beispielsätze korrigieren? Diğer bir fiilimiz sich konzentrieren, konsantre olmak anlamına geliyor. Bu fiil genellikle sich zamiriyle kullanılıyor. Präsens, ich konzentriere mich. Ben konsantre oluyorum. Ich konzentriere mich. Ich konzentriere mich. Präteritum, ich konzentrierte mich. Ben konsantre oluyordum, oldum. Ich konzentrierte mich. Ich konzentrierte mich. Perfekt, ich habe mich konzentriert. Ben konzentre oldum. Ich habe mich konzentriert. Ich habe mich konzentriert. Tekrar edelim. Ich
Konzentriere mich. Ich konzentriere mich. Ich konzentrierte mich. Ich konzentrierte mich. Ich habe mich konzentriert. Ich habe mich konzentriert. Futur bir. Ich werde mich konzentrieren. Ben konsantre olacağım. Ich werde mich konzentrieren. Ich werde mich konzentrieren. Futur iki. Ich werde mich konzentriert haben. Ben konsantre olmuş olacağım. Ich werde mich konzentriert haben. Ich werde mich konzentriert haben. Plusquamperfekt. Ich hatte mich konzentriert. Ben konsantre olmuştum. Ich hatte mich konzentriert. Ich hatte mich konzentriert. Tekrar edelim. Ich werde mich konzentrieren. Ich werde mich konzentrieren. Ich werde mich konzentriert haben. Ich werde mich konzentriert haben. Ich hatte mich konzentriert. Ich hatte mich konzentriert. Örnek cümlemize geçelim. Sie war sehr müde und konnte sich nicht auf ihre Arbeit konzentrieren. Çok yorgundu ve işine konsantre olamıyordu. Fark ettiyseniz cümlemizde auf edatını, auf prepozisyonunu renklendirdik. Çünkü konsantre olmak, sich konzentrieren auf şeklinde kullanılıyor. Yani bu fiilimizde prepozisyon olarak auf prepozisyonunu kullanıyoruz. Cümlemizi tekrar edelim. Sie war sehr müde und konnte sich nicht auf ihre Arbeit konzentrieren. Sie war sehr müde und konnte sich nicht auf ihre Arbeit konzentrieren. Bu dersimizde leihen, erstellen, kritisieren, korrigieren, sich konzentrieren fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.